Neuen Wagen, ne? Und der ist geil. Ne? Den müsst ihr euch mal angucken. Ne? Guck mal bitte, ne? Ihr guckt dir mal die Scheiße an, hier. Fuck mal, der ist geil, ne? Das ist meins. Das ist mein New Car. Ja, sorry, ne? Ihr müsst halt mal einen Lottoschein ausfüllen, ihr Vollidioten hier. Luschen hier. Guck nicht so doof, du Blödmann. Adi Deluxe, der Kameltreiber, ne? Ja, 41 Deutsch, ungewollt, ne? Und hier war ich im Quatsch Comedy Club, das war im Februar, 1. Februar, Leute, ne? Hab ich total geloost, ne? Aber ist mir, ey, sowas von scheißegal, ne? Bei der Cindy, ne? Weil wer die bumst, ist zu faul zum, Nee, ich ehrlich gesagt, ne, ich habe mein Glück gefunden, ich bin jetzt Rikscha-Fahrer. Ne? I said water, ne? Water, expensive water, ne? 180... 5, ne? Ne? 1,85 Euro ist auch scheißegal, ne? Das bin ich immer, ich bin authentisch immer, verstehst du? Ich sag das, was ich denke immer, ne? Fuck you now, ne? Ne, wie gesagt, das war der Club hier und ich möchte... Halt die Fresse, halt, Mann! Guck nicht so doof, du Blödmann! Ja, euer Adi, ne? Wir sind ja nicht alle in Berlin, ne? So süchtig nach einer Pulle, ne? Kannst mal drauf gehen, eben, ne? Nee, wir Berliner, wir rauchen dann lieber, ne, Bier. Ne? Guck nicht so doof, du Blödmann. The Church, ne, ist der Dom, ne? Und das Museum, ne? Das alte Museum, ne? Aus der Pfalz und hat die oben von der Schmalz. Ja, genau. Guck nicht so doof, du Blödmann. Das ist klar, ne? Da kommt der erste Punkt dann erstmal in die Rikscha rein, so. Boah. Da sehen die das Eis, das Krischeis und so, verstehst du, ne? Ja, und dann kommen die und kaufen die, ne? Ja, ne? Schön groß, Mario Breyer. Mario Breyer? Mario Breuer. Mario Breuer soll ich grüßen hier, ne? Schön groß von deinem Vater. Ja. Möchte jemand wieder den Mann Junge? Ja, aber ein bisschen lauter musst du das dann sagen, ja? Ja? Möchte jemand wieder den Mann Junge? Ja. Melde dich mal bei Heiko. Hast du auch irgendwie eine E-Mail-Adresse oder so? Nee. Ja, siehst du? Ja, so verläuft man sich in Berlin. Aber in Berlin, das ist klein und ist auch nicht teuer. Wa? Weil wenn mir sagt Berlin, ich kann für Berlin für einen Zehner pennen nochmal. Für einen Zehner, wo gibt's denn sowas nochmal? Das ist keine Absteige da, wo irgendwo Bordsteinschwalben absteigen oder so. Nee, das sind Touris, Mann. Verstehst du? Ganz normal, ich bin jetzt auch einer jetzt, ne? Guck nicht so doof, du Blödmann. So doof, du Blödmann. Erste Frage, Zickenalarm ist ja momentan ganz aktuell, wie Hydroglycerin oder wie das heißt, TNT, scheißegal. Sag mal, das ist? Ja. Weißt du denn, woran das liegt? Warum die Mädels immer zickiger werden? Ja, ich denke, das liegt daran, dass immer mehr Männer fremdgehen und dass wir daher auch immer mehr eifersüchtig sein müssen, ja? Und dann wirklich auch die anderen als Konkurrentin immer mehr ansehen müssen. Ne? Nein! Doch, das liegt nur an den Männern, nicht an uns Frauen. Ah, guck nicht so doof, du Blödmann. Ich will mal Komiker werden, weißt du? Aber ist schwierig. Du könntest bei mir mal auftreten in der Show so. Ja, ja. Da könntest du mich ein bisschen fertig machen so. Ja, weil da stehe ich ja drauf, wenn ich so. Der macht mich doch mal fertig. So. Kann der auch gut. Ja, was für eine Lusche. Ich hab so lieb. Scheiße, aber nee, der ist so scheiße, der Typ. Aber der sagt so. Pass auf, pass auf. Vorne Stroh, hinten Wasser, wenn es brennt, brauchst du schütteln, dann den musst du erst verstehen. Ne?